Wir stehen nun bei der Firma Knaus und schauen uns mal ein Boxdrive 600 XL an auf MAN-TGE-Basis. Und wir sehen hier der Grundpreis 82.830. Und so wie er hier steht, 102.277 Euro. Ja, das ist ein stolzer Preis, aber wir haben natürlich auch ein sehr gutes Grundfahrzeug. Wie gesagt, das ist der MAN-TGE, was eigentlich dem VW Crafter gleichkommt. Und ja, schauen wir uns das Gerät mal an. Hier draußen haben wir noch eine schöne Sache, haben wir ein kleines Tischchen. Da kann man dann Kleinigkeit abstellen und kann auch auf jeden Fall hier mal ein kleines Festboard zu sich nehmen. Dann, was mir bei diesen Autos auch immer gut gefällt, ist eine zweigeteilte Fliegenschutzgittertür. Wir haben hier oben die kleine Variante, die kurze. Und haben dann hier die Tür. Das finde ich auch immer sehr, sehr nett. Ja, dann gehen wir mal rein, schauen uns das Ganze an. Hier unten sehen wir schon auf dem Boden, das ist so ein, ja, so eine Parkettoptik. Ist auch leicht geriffelt, fühlt sich wirklich ganz nett an. Und ja, wir haben hier einen schwebenden Dinettisch. Das heißt, wir haben einfach kein Tischbein und das ist traumhaft. Es stört halt einfach nichts. Man sitzt hier sehr, sehr gut. Auch wenn man hier hinten schaut, es ist überall so ein Stoffüberzug. Auch hier steht extra nochmal geschlossene Kältebrücken, optimierte Isolation. Also das Auto scheint besonders gut isoliert zu sein. Ja, wo gehen wir weiter? Wir haben hier in dem Auto, wie ich schon erwähnt habe, den MAN-TGE. Der ist hier auf 177 PS mit Automatikgetriebe. Die beiden Sitze in der Front können wir drehen. Dann sehen wir hier oben schon, wir haben eigentlich keine Ablagefächer. Wir haben wirklich nur diese zwei kleinen Ablagefächer, haben hier noch die Steuerung für das Licht, haben hier eine 230 Volt Steckdose und das Ganze deshalb, weil wir hier oben ein Bett haben. Wenn wir hier ziehen, kommt das Bett hier runter und wir haben quasi hier über die komplette Front, über das komplette Fahrerhaus ein Bett, wo zwei Leute ohne Probleme liegen und schlafen können. Dann sind wir hier auch schon mitten in der Küche. Wir haben hier unseren typischen Zweiflämmerherd, haben hier einen schönen Metallwasserhahn und das ist ja bei Knaus typisch, dass wir das Brett oben als Ablage in der Spüle haben. Haben hier oberhalb der Küche unser ganze Kontrollpanels, die Truma-Steuerung, hier die normale Steuerung vom Auto, haben hier nochmal Lichtschalter und hier zweimal 230 Volt und hier noch ein USB. Oben drüber den Schrank für die Küche, zweigeteilt, schön tief. Auch man merkt wirklich, der Korpus Vollholz, wirklich sehr, 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 sehr gut mit Soft Close. Wir haben hier unten die typischen Schubladen, hier mit Besteckschublade, auch alles Soft Close. Es geht gut zu. Zack. Und hier unten noch die dritte, die etwas tiefer ist für Töpfe und sowas. Ja, und hier nebenan, was auch sehr schön ist, haben wir eine kleine Garderobe. Die ist nicht wirklich tief, aber man bekommt eine Jacke rein. So, wir stehen schon mitten in der Dusche. Wir sehen, das Bad ist ein Raumbad. Das ist geteilt hier durch diese Plexiglas-Teile. Wenn wir es hier rumschieben, sehen wir hier hinten schon, am besten gibst du mir mal die Kamera. Ja. Wenn wir das hier oben wegschieben, kommen wir ins Bad und sehen dann hier das Klo, das kleine Waschbecken und haben hier, na, wie geht er auf? So, einen kleinen Spiegelschrank, der sich etwas wehrt. Hier unten ein kleines Waschbecken. Aber das Waschbecken kann man
rausnehmen. Das geht mit einer Hand wirklich sehr, sehr schwer. So, nun aber. Nun haben wir hier wirklich ein großes Waschbecken, was über die ganze Front geht. Und das ist wirklich toll. Dann können wir das hier wieder reinschieben. So, haben dann hier, wie gesagt, die Möglichkeit eines kleinen Waschbeckens. Und wenn wir das hier komplett zumachen, quasi hier zu machen, dann haben wir hier, wenn wir den Vorhang zumachen, so einen Vorhang hier vor, dann haben wir hier komplett eine Trennung und stehen quasi hier komplett in der Dusche und haben hier die Möglichkeit, super gut und entspannt zu duschen. Von der Dusche geht es nun in den Schlafbereich. Wir haben ja den MAN TGE und wir wissen, das Auto ist per se etwas schmaler als ein Ducato. Das heißt, wir haben hier an den Füßen und auch im Kopfbereich solche Ausbuchtungen, damit man einfach die komplette Liegebreite bekommt. Hier haben wir jetzt sogar ein Hubbett verbaut. Das heißt, wir können den Kofferraum ein bisschen variabel gestalten. Und das ist eigentlich auch eine tolle Sache, weil ein Hubbett, wenn man mal zum Beispiel ein Fahrrad mitnehmen möchte, ist das natürlich toll. Dann können wir es im Auto transportieren. Wir brauchen keinen extra Fahrradträger. Finde ich eine sehr nette Sache. Wir haben jetzt hier hinten vier Korpusse, wo man genug Klamotten reinpacken kann. Und wenn man hier sieht, wir haben hier auf der Seite, sind die Schränke ein wenig kleiner, aber wir haben hier rechts noch eine Kleiderstange, wo wir Sachen hinhängen können. Hier oben noch Ablagefächer, hier oben ein Heki und da hinten haben wir auch noch Ablagefächer. Ja, so viel zum Auto, dann gehen wir jetzt mal in den Kofferraum. Im Kofferraum angekommen sehen wir auf jeden Fall hier, dass in dem Hubbett wir einen durchgehenden Lattenrost haben. Das ist immer gut, dann liegt man hinten nicht irgendwo auf dem Brett auf, das heißt wirklich durchgehend gut für die Wirbelsäule gefedert. Und wenn wir hier unten reinschauen, wir haben hier noch Ablagefächer und haben wirklich einen großen Kofferraum auch in die Tiefe. Und vor allem, was sehr schön ist, wie man es hier jetzt mit der Leiter sieht, wir haben hier vorne wirklich eine komplette Breite des Autos, die wir als Lagerfläche nutzen können. Und auch hier oben, wenn man reinguckt, hier kann man nochmal in den Wassertank reingucken. Jawohl. Und ja, hat hier noch so kleine Gimmicks wie ein kleines Licht integriert, damit man auch im Kofferraum was sieht. Durchweg schön. Prinzipiell finde ich das Auto wirklich schön, weil es hat natürlich ein gutes Grundauto. Der MAN TGE ist natürlich ein tolles, hochwertiges Fahrzeug. Ist halt von dem VW-Konzern. Wir haben ein Raumbad, wir haben vier Schlafplätze, wir haben wirklich verhältnismäßig viel Platz, also ein rundum gelungenes Auto, finde ich.